Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe heute ein spezielles Thema, und zwar geht es um Wertschätzung, die Kraft der bedingungslosen Selbstliebe. Und natürlich feiern wir heute auch den wundervollen Muttertag und möchten all jenen Frauen unsere Wertschätzung entgegenbringen, die uns mit so viel Liebe, Geduld und Fürsorge begleiten. Doch während wir an unsere Mütter denken, möchte ich uns natürlich auch an uns erinnern, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst mit ebenso viel Zuwendung und Wertschätzung begegnen. Denn ihr wisst ja, das Fundament einer gesunden Beziehung zu unseren Müttern oder anderen geliebten Menschen beginnt bei der Beziehung, die wir zu uns selbst aufbauen. Und nur wenn wir lernen, uns selbst bedingungslos anzunehmen und zu lieben, können wir auch anderen die Liebe entgegenbringen, die sie verdienen. Also lasst uns gemeinsam entdecken, wie wir unsere eigene Selbstliebe stärken und festigen können. Von bedingter zu bedingungsloser Liebe. Viele von uns haben in unserer Kindheit erlebt, dass unsere Wertschätzung oft an bestimmte Leistungen oder Verhaltensweisen geknüpft waren. Wenn wir brave Kinder waren und die Erwartungen unserer Eltern erfüllten, erhielten wir Lob und Anerkennung. Doch sobald wir Fehler machten oder nicht perfekt waren, drohte der Verlust eben dieser Zuwendung. Diese Erfahrung prägt uns bis heute und führt dazu, dass wir unseren eigenen Wert an äußere Umstände binden. Wir glauben, dass wir ständig besser, erfolgreicher und perfekter sein müssen, um geliebt und akzeptiert zu werden. Aber das ist eine Illusion, denn unser Selbstwert ist nicht von Leistung oder Perfektion abhängig. Er ist bedingungslos und entspringt allein unserer Existenz als einzigartige menschliche Wesen. Lasst uns also lernen, diese grenzenlose Selbstliebe in uns zu entdecken, egal ob wir Erfolge feiern oder Rückschläge erleben. Unsere Welt bleibt stets dieselbe. Wir sind wertvoll, einfach weil wir sind. Punkt. Dazu habe ich heute eine Karte gezogen, die natürlich passend ist, aus meinem Lieblingskartenset Sonnenstrahlen für dein Herz von UBS. Da sind 42 tolle Karten drin und wie passend habe ich natürlich gezogen, Wertschätzung. Durch Wertschätzung zeigen sich die wahren Schätze des Lebens. Genau. Und hinten drauf ist es noch eine kleine Erklärung. Hast du heute schon jemand gelobt? Ist nur so eine spontane Idee von mir, sagt der Verfasser dieser Karte. Es muss ja nicht immer erst eine besondere Leistung vollbracht werden, damit wir einen Grund finden, jemanden zu loben. Die Partnerin, der Partner, die Kinder, eine Kollegin, Kollegen, die Eltern, Freunde. Mit Lob und Anerkennung brauchst du nicht zu sparen. Sie sind für den, der sie austeilt, eben kostenlos. Für alle, die sie bekommen, sind sie jedoch sehr wertvoll. Bemühe dich, alle Menschen immer so zu behandeln, wie du dir wünschst, von ihnen behandelt zu werden. Das hat ja auch wieder was mit dem Spiegelgesetz zu tun. Freundlich und respektvoll. Ich finde, das ist ganz wichtig, freundlich und respektvoll mit dem Gegenüber umzugehen, weil du weißt ja nicht, was in seinem Leben so passiert ist. Du kennst nicht seine Gefühle, du kennst nicht seine Emotionen, du kennst nicht sein Leben und deswegen kann jedes falsche Wort natürlich auch, ich sage mal, das Fass zum Überlaufen bringen. Und das wollen wir ja nicht. Und das möchte ich für mich selber nicht. Und deswegen
gebe ich das auch nicht den anderen weiter und versuche immer, ist natürlich nicht einfach, aber trotzdem immer respektvoll und wertschätzend mit anderen umzugehen. Wer mit Wertschätzung durch das Leben geht, wird viele wertvolle Schätze entdecken. Das ist das, was auf der Karte draufsteht, und ich finde, es ist sehr passend und gerade passend heute, natürlich auch zum Muttertag. Aber kommen wir mal zur Selbstliebe als Quelle der Stärke. Wenn wir einmal verstanden haben, dass unser Selbstwert nicht von äußeren Faktoren abhängt, eröffnet sich uns ein neuer Horizont voller Möglichkeiten. Denn die bedingungslose Selbstliebe, die nichts mit Egoismus zu tun hat, ist eine unerschöpfliche Quelle der Stärke, die uns hilft, durchs Leben zu gehen. Mit dieser tiefen Selbstakzeptanz können wir Rückschläge leichter verkraften, da wir wissen, dass unser Wert davon unberührt bleibt. Wir können Fehler machen, ohne uns selbst zu verurteilen, denn wir wissen, dass wir trotzdem geliebt und unterstützungswert sind. Und wir können uns mutig neuen Herausforderungen stellen, weil wir unserem Inneren vertrauen, also unserer Intuition. Also stellt euch einmal vor, wie befreiend es wäre, wenn wir alle uns selbst so liebevoll und nachsichtig behandeln würden, wie es unsere Mütter tun. Wenn wir uns selbst bedingungslos akzeptieren und wertschätzen würden, das wäre ein wahrer Segen, oder? Nicht nur für uns selbst, sondern auch für all jene Menschen, die uns umgeben, weil das, was wir ausstrahlen, wenn wir uns selbst wertschätzen, das fühlen natürlich auch die anderen. Uns umgibt ja immer eine Aura, und wenn die natürlich mit positiven oder auch mit Selbstwert oder Selbstschätzung, ja, ich sag mal, gefüllt wird, dann strahlen wir das auch aus, und das wird natürlich auch in unserer Aura sichtbar oder in unserer energetischen Signatur, wie ich es dann gerne nenne. Selbstliebe als Geschenk an unsere Mütter. Und genau das ist es, was wir an diesem besonderen Tag, also dem Muttertag, feiern können, die Kraft der Selbstliebe. Denn indem wir unseren eigenen Wert erkennen und annehmen, ehren wir auch all jene Mütter, die uns von Anfang an mit bedingungsloser Liebe beschenkt haben. Unsere Mütter haben uns gelehrt, was es bedeutet, jemanden bedingungslos anzunehmen und zu unterstützen. Sie haben uns gezeigt, dass wahrer Wert nicht von Leistung oder Perfektion abhängt, sondern einzig und allein von unserem Menschsein. Und nun können wir Ihnen dieses Geschenk der bedingungslosen Liebe an dem heutigen Tag als Selbstliebe zurückgeben, indem wir uns selbst mit Liebe und Wertschätzung begegnen. Ehren wir das Geschenk, das unsere Mütter uns gegeben haben. Wir zeigen Ihnen, dass wir Ihre Lehren verstanden haben und dass wir bereit sind, uns selbst eben bedingungslos zu lieben. Die Selbstliebe, die wir entwickeln, wirkt sich natürlich auch auf unsere Beziehung zu unseren Müttern aus. Indem wir uns selbst lieben, können wir ihnen auf authentische Weise unsere Liebe und Dankbarkeit zeigen. Wir können ihre Unterstützung annehmen und uns erlauben, uns von ihren Erwartungen und Vorstellungen zu lösen, um unseren eigenen Weg zu gehen. Das ist immer, finde ich, ganz wichtig. Natürlich, eine Mutter, ich bin ja auch Mutter, will immer die Kinder vor Gefahren bewahren oder behüten. Man sagt dann immer, okay, ja, natürlich, das ist ja nur ein Vorschlag, also pass jetzt auf dich auf oder fahr vorsichtig und so weiter. Das ist halt in unserem Muttersein tief verankert. Wollen natürlich unsere Kinder beschützen oder fass nicht auf die heiße Herdplatte und so weiter und so fort. Das kennt ihr ja selber, wenn ihr Mutter seid. Und darüber hinaus können wir
durch die Stärkung eben unseres eigenen Selbstwertes und unserer eigenen Selbstliebe auch zu unseren Müttern ein Beispiel geben, indem wir ihnen zeigen, dass wir uns selbst wertschätzen, uns achten und ermutigen wir sie eben dadurch, dasselbe für sich selbst zu tun. Also das ist wieder das Spiegelgesetz. Wenn wir selbst oder nach außen zeigen, dass wir uns selbst lieben und selbst wertschätzen, dann kommt es natürlich auch im Außen an, wie ich schon vorher gesagt habe, mit der Aura, energetischen Signatur, die Ausstrahlung, die man natürlich hat nach außen. Und nur so können wir, wenn wir uns selbst lieben, natürlich auch andere lieben und das Gefühl den anderen geben, dass wir uns selbst lieben, dass wir das dann eben ausstrahlen und so kommt das natürlich auch bei den anderen an. Und ich finde, das ist doch das Wichtigste, was wir den Müttern zeigen können, dass wir uns selbst lieben und selbst auch natürlich für uns einstehen. Und dann sind natürlich auch unsere Mütter glücklich, dass wir als Kinder dann uns auch selbst lieben. Und somit geben wir das auch an unseren Müttern weiter. Und ja, also wir können also ihnen natürlich dadurch helfen, negative Glaubenssätze und Selbstkritik loszulassen und stattdessen die bedingungslose Selbstliebe anzunehmen, die sie verdienen. Und ihnen somit auch zeigen, dass sie selbst ihren Selbstwert schätzen sollen und sich selbst lieben sollen. Und die Selbstliebe, die wir eben an diesem Muttertag feiern, ist ein Geschenk, das wir nicht nur uns selbst und unseren Müttern machen, sondern natürlich auch unseren zukünftigen Generationen weitergeben, indem wir eben die Bedeutung der Selbstliebe weitergeben. Und damit legen wir einen Grundstein für eine Welt, in der die Menschen sich selbst und andere bedingungslos lieben und respektieren. Und das ist doch das, was wir wirklich auch alle wollen. In diesem Sinne möchte ich euch ermutigen, an diesem besonderen Muttertag nicht nur eure Mütter zu feiern, sondern eben auch euch selbst. Nehmt euch doch einen Moment, um euch in euch hineinzuhorchen, um die bedingungslose Liebe zu erkennen, die in euch liegt. Erlaubt euch mal, euch selbst anzunehmen, zu lieben und zu feiern, denn ihr seid wertvoll, einfach weil ihr seid. Ich möchte euch jetzt noch ein paar praktische Schritte zur Stärkung der Selbstliebe erzählen. Nun, da wir jetzt die Bedeutung der bedingungslosen Selbstliebe erkannt haben, stellt sich die Frage, wie können wir sie in unserem Alltag werden? Hier habe ich ein paar kleine praktische Schritte, die uns auf diesem Weg unterstützen können. Also da ist erstmal natürlich die Selbstreflexion. Wir sollten uns regelmäßig Zeit nehmen, und uns selbst zu reflektieren und unsere Gedanken und Gefühle zu erkunden, indem wir uns bewusst mit uns selbst verbinden. Und dann können wir unsere Bedürfnisse besser verstehen und auf sie eingehen. Und da gibt es noch die Selbstfürsorge. Wir sollten uns selbst mit derselben Fürsorge behandeln, die wir anderen Menschen entgegenbringen würden. Also das bedeutet, auf unsere körperliche, emotionale und geistige Gesundheit zu achten und uns regelmäßig Zeit für Entspannung, Erholung und natürlich auch Hobbys nehmen. Positive Selbstgespräche. Anstatt uns selbst herunterzumachen oder uns mit negativen Gedanken zu belasten, sollten wir positive Selbstgespräche führen. Wir können uns selbst ermutigen, loben, das hast du gut gemacht, und anerkennen,
um unser Selbstwertgefühl zu stärken. Stellt euch doch einfach mal vor den Spiegel und sagt, du bist gut, so wie du bist. Versucht es doch einfach mal. Schaut doch mal euch selbst im Spiegel an und lobt euch. Grenzen setzen. Auch anderen gegenüber. Nicht sich selbst. Es ist wichtig, unsere eigenen Grenzen zu erkennen und zu respektieren. Wir sollten lernen, Nein zu sagen. Aber nicht nur zu sich selber, sondern eben auch mal zu den anderen. Traut euch, Nein zu sagen. Wenn wir uns überfordert fühlen und uns erlauben, uns von toxischen Beziehungen oder Situationen zu lösen. Das ist ganz wichtig. Erkennen und lösen. Und natürlich die Achtsamkeit. Durch Achtsamkeitsübungen, zum Beispiel wie Meditation oder bewusstem Atmen, können wir unsere Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen, also auf den Moment lenken und uns mit uns selbst verbinden. Dies hilft uns, negative Gedanken loszulassen, Blockaden zu lösen und uns auf das Positive in uns zu konzentrieren. Dann gibt es natürlich noch die Auswirkung der Selbstliebe auf unser Umfeld. Das habe ich ja schon gesagt, wenn ich mich selbst liebe, dann strahle ich das natürlich aus. Aber wie ist da die Auswirkung? Also wenn ich die Stärkung der Selbstliebe hat eben nicht nur positive Auswirkungen auf uns selbst, sondern auch auf unser Umfeld. Wenn wir uns selbst bedingungslos lieben und wertschätzen, strahlen wir diese Liebe auch natürlich auf andere Menschen aus. Unsere Beziehungen werden gesünder, da wir uns nicht länger von Unsicherheiten oder einem Mangel an Selbstwert beeinflussen lassen. Wir können anderen Menschen mit mehr Mitgefühl, Verständnis und Empathie begegnen, da wir uns selbst bereits diese Qualitäten entgegenbringen. Und darüber hinaus dienen wir natürlich anderen als Vorbild für die Stärkung ihrer eigenen Selbstliebe, indem wir unsere eigenen Erfahrungen teilen und ihnen zeigen, dass eben bedingungslose Selbstliebe möglich ist, ermutigen wir sie, ihre eigene Reise der Selbstentdeckung und Selbstliebe anzutreten. Zum Abschluss möchte ich noch Folgendes sagen. Ihr Lieben, der heutige Muttertag ist eben nicht nur eine Gelegenheit, unsere Mütter zu ehren, sondern auch ein Anlass, um die Bedeutung der bedingungslosen Selbstliebe zu erkennen. Indem wir uns selbst mit Liebe und Wertschätzung begegnen, können wir eine tiefe innere Stärke entwickeln und positive Veränderungen in unserem Leben und in der Welt um uns herum bewirken. Also, lasst uns dieses Geschenk der Selbstliebe annehmen und es mit anderen teilen. Lasst uns unsere Mütter und all jene, die uns bedingungslos lieben, feiern und inspirieren. Und vor allem, lasst uns uns selbst feiern und uns daran erinnern, dass wir wertvoll sind. Einfach eben, weil wir sind. Ich danke euch allen für eure Zeit und wünsche euch einen wundervollen Muttertag, an dem ihr euch selbst mit bedingungsloser Liebe und Wertschätzung begegnet. Möge die Kraft der Selbstliebe euer Leben bereichern und euch zu eurem wahren Potenzial führen. Ich wünsche euch einen wundervollen Muttertag. Bis bald, eure Alexandra von Bewusstsein TV.